im Modul E Artefakte erstellen. Ganz wichtig, Sie arbeiten schon sehr schön in Ihren Blogs mit Bildern und Illustrationen etc. Das Beste ist, Bilder und Illustrationen selber zu machen, denn dann haben Sie keine Probleme mit irgendwelchen Rechten anderer. Ansonsten sollten Sie ausweichen auf freie Inhalte und nicht einfach nur in Google Bildersuche sich ein schönes Bild raussuchen und das dann in Ihr Blog reintun. Das kann fiese Abmahnanwälte auf den Plan rufen. Mit den neuen Möglichkeiten des Netzes, jeder kann Inhalte hochstellen, entstehen aber auch Probleme bezüglich der Rechte, die dahinter stehen. Und da gibt es eine sehr, sehr schöne Einführung vom elektrischen Reporter und die schauen wir jetzt mal kurz an. Dieses Digitalzeugs, liebe Zuschauer daheim an den Empfangsgeräten oder von wo auch immer Sie uns gerade zusehen, dieses Digitalzeugs ist eigentlich eine großartige Sache. Mit ein wenig Übung kann nahezu ein jeder Videos schneiden oder bearbeiten oder Musikstücke auseinander und neu wieder zusammenbauen und obendrein diese Produkte der eigenen Schaffenskraft weltweit verbreiten. Kurz, heutzutage besitzt jeder gemeine Netznutzer die gleiche Superkraft, die vor nicht allzu langer Zeit nur große Medienkonzerne innehatten. Der Haken an der Sache, wer sich wie ein Medienkonzern verhält, läuft Gefahr, mit Gesetzen in Konflikt zu geraten, die ursprünglich auf Medienkonzerne abzielten, nun plötzlich aber auch auf gemeine Netznutzer Anwendung finden. Wenn man will, kann man das Internet als einen wahr gewordenen medienpädagogischen Wunschtraum betrachten. Statt sich passiv von den alten Massenmedien berieseln zu lassen, nutzen junge Menschen die neuen Möglichkeiten der Digitaltechnik für kreative Experimente aller Art. Sie perfektionieren die uralte Kunstform des Playback-Singens . Sie entdecken bei Politikern bislang unbekannte Talente. Sie mischen Altes mit Neuem und Fremdes mit Eigenem. Sie kopieren, kreieren und kombinieren Bilder, Videos und Klänge mit der gleichen Selbstverständlichkeit, mit der ihre Eltern auf der Fernsehfernbedienung herumdrücken. Doch eine Veröffentlichung dieser sogenannten Mashups im Internet kann teuer werden, denn sie verstoßen oft gegen das geltende Urheberrecht. Ganze Legionen von Juristen durchforsten täglich das Netz auf der Suche nach solchen Rechtsverstößen. Statt Applaus ernten die jungen Kreativen dann Abmahnungen oder gar Strafanzeigen und sind schnell um ein paar tausend Euro ärmer. Ja, das soll Ihnen natürlich nicht passieren. Jetzt die Frage, was machen wir denn? Was darf man überhaupt machen? Schauen wir mal in das Urheberrecht rein. Was ist da eigentlich geschützt? Also geschützte Werke sind Sprachwerke. Das sind zum Beispiel Bücher, aber auch Computerprogramme, Musik, sogar pantomimische Werke, einschließlich der Werke der Tanzkunst und so weiter und so fort. Also insofern ist schon relativ viel, also selbst das Karten, das haben viele schmerzlich erfahren müssen, die irgendwelche Stadtkarten auf ihrer Website getan haben und dann abgemahnt worden sind. Es gibt also viele Dinge, die geschützt sind, alle Dinge, die im Grunde medial gestaltet erschaffen worden sind. Und auch wenn man sich eigentlich keine Gedanken um das Urheberrecht macht, wenn man etwas erschafft, hat man prinzipiell erstmal ist sein Werk geschützt. Jetzt gibt es den sogenannten privaten Gebrauch. Privatkopien dürfen auch von digitalen Werken erstellt werden, aber es war Einschränkung, es dürfen keine Kopierschutzmechanismen umgangen werden und die Vorlagen dürfen nicht aus offensichtlich illegalen Quellen stammen. Also wenn Sie sich eine Kopie ziehen aus dem Netz oder von einem Freund, dann ist das natürlich keine Privatkopie, sondern das muss in Ihrem Besitz sein. Und eigentlich dürfen Sie deswegen zum Beispiel auch keine Kopie von der DVD machen, weil Sie da eigentlich Kopierschutzmechanismen umgehen.
Sie dürfen auch keine Werkzeuge zur Umgehung des Kopierschutzes verbreiten und Sie dürfen fremde Werke im Internet nicht öffentlich zugänglich machen. Das ist vor allem das somit die größte Gefahrenquelle ausmacht. Downloads über BitTorrent zum Beispiel, wo ihr über ihren Rechner dann auch Teile dieser Musik zum Beispiel runterladbar gemacht wird. Das geschieht automatisch, während sie selber runterladen. Es gibt verschiedene straf- und zivilrechtliche Folgen, je nachdem. Meistens geht es nicht so schlimm aus wie da mit der Freiheitsstrafe. Das müssen sie dann schon sehr professionell betreiben. Allerdings gibt es häufig gar nicht mal so sehr wirklich jetzt von den Strafverfolgungsbehörden, sondern eher von diesen eben genannten Abmahnanwälten, wo dann plötzlich eine Abmahnung ins Haus flattert, oder auch viele von den Musikverlagen tun mittlerweile viel Abmahnung schreiben. Und da handelt es sich dann immer gleich um ein paar hundert bis ein paar tausend Euro. Wie sieht es aus im Studium Forschung? Da haben wir so ein bisschen anders im Kontext von geschlossenen Szenarien. Also zur Veranschaulichung zum Beispiel im Unterricht ist die Verwendung von solchen Werken erlaubt. Also zum Beispiel, wenn man jetzt kleinere Teile aus einem Buch kopieren würde. Es muss allerdings der Zugang auf die Teilnehmer einer Veranstaltung beschränkt sein. Es muss ein Passwortschutz bestehen. Und es darf sich nur um einen kleinen Teil eines veröffentlichten Werkes handeln. Also zum Beispiel 10%, ca. 10% vielleicht bei einem Buch, das 200 Seiten hat, sollte man nicht mehr als 20 Seiten bereitstellen. Wenn es nicht teilbar ist, gut, dann 100%, das wäre zum Beispiel bei einem Zeitschriftenartikel. Vorzugsweise bei Zeitschriften natürlich eher Sachen, die man auch im Rahmen des Campuszuganges sich einfach darauf zugegangen hat, hier über die SUB. Es muss auch eine gewisse Gebotenheit da sein, also dass zum Beispiel, wenn man jetzt für einen Zeitschriftartikel 30 Euro zum Download extra bezahlen sollte, bei 30 Teilnehmern 900 Euro für einen Artikel, das ist dann vielleicht dann doch ein bisschen nicht mehr zumutbar, geboten im Rahmen von Studium und Forschung. Bei offenen Szenarien, dort, wenn Sie jetzt eine Arbeit schreiben, die Sie auch veröffentlichen, dann haben Sie ein Zitatrecht. Das heißt, Sie können etwas zitieren, aber nur, wenn die eigene Schöpfungsleistung im Vordergrund steht. Ja, das heißt also, dass Sie das nutzen zur Illustration und Anreicherung der eigenen Leistung. Muss ein wissenschaftlicher Diskurs stattfinden, also Zitate müssen als Belege verwendet werden und sie müssen Quellenangaben machen, die eindeutig und vollständig sind. Und alle drei diese Dinge müssen erfüllt sein. Eine garnierende Verwendung ist nicht gestattet. Und natürlich kann man das auch alles in geschlossenen Szenarien nutzen, da erst recht. Schwierigkeit ist halt, inwieweit das dann gilt für Ausschnitte aus Videos und Filmen, und gegebenenfalls, wenn Sie so eine Arbeit schreiben, sollten Sie vorher nochmal beim Verlag anfragen, bevor sowas publiziert wird. Im Kontext von Bachelor- und Master-Thesis ist es erstmal kein Problem, weil Sie es ja nur Ihrem Betreuer geben, oder Ihrer Betreuerin, und deshalb da keine Öffentlichkeit besteht. Aber wenn Sie es dann veröffentlichen wollen, zum Beispiel über das Open Access Material, über die Unibib, dann stellt sich das Problem dann doch. Es gibt für dieses Problem, wenn Sie selbst Urheber 2.0 werden, was für Rechte gebe ich denn dort eigentlich? Gibt es die sogenannten Creative Commons. Das ist eine Alternative zu diesen starren Vorgaben, die bisher bestehen. Dort können Sie Lizenzprogramme oder Lizenzszenarien auswählen für Ihre erstellten Inhalte.
Ausgedacht hat sich das Creative Commons-Prinzip der amerikanische Rechtsprofessor Lawrence Lessig als Reaktion auf das seiner Meinung nach viel zu strenge und nicht mehr zeitgemäße Urheberrecht. Die Idee? Kreative können eine Verwendung ihrer Werke unter bestimmten Bedingungen pauschal erlauben. So stellen beispielsweise schon tausende Fotografen auf Foto-Communities ihre Bilder zur kostenlosen Verwendung für private Homepages und Blogs bereit, verlangen aber für Abdrucke kommerzieller Natur weiterhin Geld. Autoren verschenken digitale Kopien ihrer Romane im Internet und verkaufen trotzdem Bücher über traditionelle Händler. Nicht mehr die Gesetzgeber, sondern die Künstler selbst sollen entscheiden, wie weit sie ihre Werke freigeben. Längst hat diese Idee den Kreis idealistischer Netznutzer verlassen. Selbst die britische BBC beabsichtigt, ihr riesiges Filmarchiv unter ähnlichen Bedingungen im Internet freizugeben. Ja, das ist die Grundidee, Creative Commons. Da können Sie sich eine eigene Lizenz aussuchen unter creativecommons.org. Finden Sie die Website von Creative Commons, da wird es nochmal genau erklärt. Und hier kann man auf License klicken und dann kann man eine kleine Fragebogen ausfüllen, was man so mit den eigenen Werken zulassen will, und dann kriegt man eine Lizenz, die man dann für sich nutzen kann. Das wird häufig genutzt, zum Beispiel bei Foto-Communities, wie es gerade genannt wurde. Flickr ist so ein Beispiel. Gehen wir mal hier auf ein Bild, was ich in Southampton geschossen habe. Und hier habe ich die Möglichkeit bei den Owner Settings. Da kann ich mir ein bisschen mehr anschauen. Okay, es gibt eine License und die zeigt dann die Privacy. Jeder kann das Foto sehen. Das kann man auch öffentlich durchsucht werden. Jeder Flickr-Member kann Kommentare setzen. Und jetzt kann ich hier die Attribution, die Lizenz, ändern. Und hier sieht man jetzt verschiedene Lizenzen, die ich jetzt hier nutzen könnte. Wenn ich sage, jeder darf das nutzen, egal, es muss nur auf mich hingewiesen werden, dann ist das eine Attribution Creative Commons. Wenn ich sage, Non-Commercial Creative Commons, heißt das, es müssen alle mich nennen. Nur für nicht kommerzielle Nutzung. Kommerzielle Nutzung muss mich trotzdem fragen. Ich sage einfach, ach ihr Lieben, nutzt es doch einfach. Und jeder kann sich dieses Bild halt anschauen und kann es dann aber auch für sich wieder nutzen und weiterverarbeiten etc. Und so ist das dann. Bei den meisten Bildern, die ich da hochgestellt habe, gucken wir mal, wie das aussieht. Oh ne, da ist zum Beispiel All Rights Reserved, da könnten wir auch wieder so eine Attribution draufsetzen. Weil, wenn es keine Lizenz gibt, dann sind prinzipiell erstmal alle Rechte geschützt. Insofern ist es wichtig, die da aufzusetzen. Okay. Was wären jetzt weitere Möglichkeiten, das zu lösen? Es gibt auch den Ansatz, vielleicht eine Kultur-Flatrate zu erheben. In Zeiten von Telefon- und Daten-Flatrates liegt die Idee einer Kultur-Flatrate eigentlich nahe. Jeden Monat zahlt jeder Nutzer eines Breitbandanschlusses eine Gebühr von vielleicht 5 oder 10 Euro an seinen Internetprovider. Dafür darf er so viele Medieninhalte herunterladen, wie er will. Der Provider oder eine angeschlossene Verwertungsgesellschaft gibt dieses Geld dann anteilig an die Urheber der heruntergeladenen Werke weiter. Das klingt zunächst nach einem verwegenen Gedanken. In anderen Sektoren der Medienlandschaft wird so etwas aber schon längst praktiziert. Die Geschichte hat gezeigt, die Musikindustrie profitiert davon, Gesellschaften zu bilden, die solche Gebühren einsammeln. Das ist genau die Methode, mit der die Musikindustrie bereits in anderen Feldern Geld verdient, in denen es traditionell schwierig ist, auf andere Weise Geld einzusammeln. Im Rundfunk beispielsweise. Und nicht nur im Radio, auch bei Fotokopiergeräten arbeitet man schon lange mit pauschalen Vergütungen und in noch viel exotischeren Bereichen. In England,
Musiker, die in England in einer U-Bahn-Station Musik aufführen wollen, benötigen dafür eine Lizenz. Und ein Teil dieser Lizenzgebühr geht an die Verwertungsgesellschaft der Komponisten, als Vergütung für die Musikstücke, die der Kerl in der U-Bahn-Station spielt. Ja, eigentlich eine ganz interessante Ansatzmöglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, dass man Internetsperren macht. Es gibt Modelle in England und Frankreich zum Beispiel, die sehr erfolgversprechend sind, wo die Rechte besitzen, mit den Internet-Service-Providern einen Pakt geschlossen haben und gesagt haben, okay, wenn mehrfach ein Recht verletzt wird, wenn mehrfach illegal kopiert wird. Kann ihm der Netzbetreiber sagen, ich mahne dich ab und wenn du das 3 oder 4 Mal gemacht hast, darfst du halt 2 Wochen nicht surfen. Klartext, jeder Internetzugangsanbieter soll nach diesen Plänen den gesamten Datenverkehr all seiner Kunden abhören. Sämtliche E-Mails, Downloads, angeschaute Webseiten und Videos untersucht der Provider daraufhin, ob sich darin beispielsweise ein Song von Britney Spears findet. Oops, I did it again. Wird der Provider mehrfach fündig, schaltet er dem Kunden das Internet einfach ab. Dem geschätzten Zuschauer bleibt es selbst überlassen, ob er solcherlei Ansinnen für gelebtes Faustrecht, für das Ende der Privatsphäre oder für eine gute Idee hält. Menschen, die den Trend der technologischen Entwicklung erfasst haben, halten solche Pläne vor allem für eins, für sinnlos. Wir können jetzt schon vorhersagen, bis 2010 wird ein Terabyte Speicherstick etwas sein, was man einer Cornflakes-Packung beilegt. Er wird vielleicht $10 oder $20 kosten. Unter solchen Bedingungen wäre es absurd, das Internet zu nutzen, um Musik zu tauschen. Die Leute werden stattdessen in ihr Studentenwohnheim gehen und sagen, hey, ich habe jeden Song, der in Amerika seit 1960 produziert wurde. Und jemand anders wird sagen, und ich habe jeden Song, der in Deutschland seit 1965 produziert wurde. Lass uns tauschen. Diesen Austausch wird man noch nicht einmal mit dem penetrantesten Internet-Spionagesystem entdecken können, weil er auf einem gewöhnlichen Tisch stattfindet. Ich bin überzeugt davon, wenn solche Dinge aufkommen, wird die Musikindustrie nach noch drakonischeren Maßnahmen verlangen, um beispielsweise in Studentenwohnungen einzubrechen, um Leute dabei zu ertappen, wie sie dort in den Opiumdämpfen ihres Dateitauschens sitzen. Ja, glaube ich, gibt es gar nicht mehr so wahnsinnig viel dazu zu sagen, außer dass Sie das auch tatsächlich momentan auch schon erleben können, wenn Sie zum Beispiel auf YouTube bestimmte Videos suchen, die Sie vielleicht irgendwo verlinkt bekommen haben und die dann einfach gesperrt sind, weil da irgendwelche Inhalte von Sony BMG beinhaltet worden sind. Insofern ist es momentan eine ganz spannende Zeit, wie sich das so entwickelt, und ich denke, jeder sollte auch so ein bisschen auf seine eigenen Rechte achten und gucken, wen er dabei unterstützt. Die Quellen für die heutige und letzte Episode in den Modulen hier nochmal kurz im Überblick, und die Videoquellen vom elektrischen Reporter auch hier, da kann ich, die sehen schon 87, 88, der elektrische Reporter hat einiges an tollen Beiträgen gemacht. Deswegen kann ich das nur empfehlen, dort mal vorbeizuschauen. Und natürlich sind die ganzen Beiträge vom elektrischen Reporter auch mit einer Creative Commons ausgestattet, so dass Sie auch Sie die auf ihrer, zum Beispiel auf ihrer Homepage, ihr Blog einbinden können und nutzen können. Okay, viel Spaß.